Betty Taube hat im Interview mit Gala jetzt über ihre Ehe mit Koray Günther gesprochen. Dabei verriet das schöne Model, das durch Germany's Next Topmodel bekannt wurde, dass das Thema der Sue-Shootings vom Tisch ist. Schließlich offenbarte sie vor geraumer Zeit, dass der Fußballprofi kein großer Fan davon sei. Ja, er findet das immer noch nicht gut, aber er hat in all den Jahren gelernt, dass ich meinen eigenen Kopf habe und das mache, was ich möchte. Deshalb ist das auch eigentlich kein Thema mehr bei uns, gestand Betty. Was ihre Beziehung angeht, hat die Beauty auch sonst nur Positives zu berichten. Ist rückblickend aber auch froh, dass alles so schnell geklappt hat. Ich bin super zufrieden, aber froh, dass wir jetzt fertig geheiratet haben. Ich will nicht nochmal. Ich bin auch froh, dass man das nur einmal im Leben machen muss. Es war Stress pur. Jetzt, ein paar Jahre später, muss ich sagen, es ging schon sehr schnell. Zwar ist es für uns gut ausgegangen, aber es war schon ein bisschen naiv, so früh zu heiraten. Die rosarote Brille hatte ich schon auf, erklärte sie lachend. Das Geheimnis ihres Glücks ist übrigens, dass das Paar sich oft über längere Zeit nicht sieht, da Koray in Italien arbeitet und Betty überwiegend in Deutschland ihre Zeit verbringt. Dann sind gemeinsame Stunden umso schöner.